Hi und ein herzliches Willkommen hier bei Knarf Talk auf meinem Channel. So, dann werden wir weitermachen hier bei Rising World, wie versprochen, in das Detail. Und zwar habe ich mir jetzt gedacht, ich zeige euch mal, wie das mit den Bildern soweit funktioniert. Müssen wir mal hier aus dem Flugmodus rausgehen. So, dann gehen wir jetzt wieder runter in die Werkstatt. Ich habe euch dann auch mal ein bisschen was vorbereitet an Bildern. Und da wollen wir mal ein paar Bilderrahmen erstellen. Und zwar brauchen wir dafür erstmal, wie gesagt, die Bilder. Und zwar gibt es die Poster hier. Erstellen wir uns mal zwei. Und ja, das war's schon. Gehen wir jetzt an eine Wand, nehmen wir die hier drüben gleich mal. Ihr seht, erscheint erstmal nichts. Muss rechts drücken, links drücken. Linke Maustaste. Hast du hier Kategorie. Kannst du so lassen. Und dann gehst du jetzt auf Bilder hochladen. Ich habe schon mal was vorbereitet. Und zwar hier haben wir Bilder. Klickst du eins an, dann kannst du mit der Maustaste hoch und runter jeweils die einzelnen Bilder aussuchen. Da habe ich eigentlich mal ein paar Bilder rausgesucht. Wir nehmen jetzt am besten erstmal das Bild auswählen, Bild und dann auf Bild verwenden. Dann habt ihr das jetzt hier in der Standardgröße. Gehst ein Stückchen zurück, dass du es auch siehst, und hältst wieder Shift gedrückt. Und wenn ihr das Bild also in die Länge ziehen wollt, wieder nach oben. Wenn ihr es klein haben wollt, dann nach unten mit den Pfeiltasten. Wir wollen es ein bisschen größer haben. So. Und dann, wenn wir es in der Breite haben wollen, links und rechts Pfeiltaste. Nach rechts geht es in die Breite und nach links geht es in die Schmal. So. Also machen wir das ein bisschen breiter, ein bisschen höher. So. So. Und dann platzieren wir das uns, wo wir es hin haben wollen. Können Sie jetzt hier hin haben, oder dahin, oder dahin, oder dahin. Es platziert sich dann automatisch dann jeweils an den Ecken. Wir wollen es aber hier hin haben. Das ist erstmal nur das Bild. So, haben wir das Bild jetzt hier drin. Und jetzt gehen wir an die Sägebank und holen uns ein paar Zierleisten. Und da gehen wir jetzt mit Bauelemente. Haben wir hier die Holzplanken. Holzbalken, Holzstämme und die Glasscheiben. Das kennt ihr ja schon. Und wir wollen eine Holzplanke. Holzbalken, Planke. Und da suchen wir uns jetzt mal aus. Die Farbe dafür. Und das muss ich auch von der Wand abheben. Können wir die dunklen nehmen oder helle? Wir nehmen die dunklen. So. Wir nehmen den. Nehmen wir den. So. I. Auf der 4, okay. Dann gehen wir dann wieder an das Bild ran. Wie ihr seht, habt ihr das schon da dran. Aber irgendwie mit G funktioniert das nicht. So. Dann ziehen wir das jetzt wieder mit den. Mit der Shift-Taste gedrückt, könnt ihr die jeweiligen Teile schmaler, breiter, länger und kürzer machen. Wir wollen es ja kürzer haben und schmaler. Soll ja auf den Bilderrahmen ran. So. Und jetzt machen wir das ein bisschen kürzer. So. Ja. So. Das könnten wir eigentlich jetzt schon so lassen. Ja. Und dann halt wieder mit der rechten Maustaste zum Platzieren. Auf der anderen Seite genau dasselbe. So. Und jetzt zum Drehen des Holzes. Ne, das ist es nicht. Das ist auch nicht. Ne, das ist es auch nicht. Wo war denn das jetzt hier? Ach doch, so. Erstmal so, dass er das so dir zeigt. Also hoch und runter, dass es dann neigt. Jetzt könnt ihr die Pfeiltaste links und rechts benutzen, dann seht ihr schon,
Das sieht dann das. Und jetzt können wir uns das hinplatzieren, da wo wir es haben wollen. Wieder mit Select, bisschen schmaler machen. So. Jetzt ziehen wir uns das dann nach oben. So. Abschließen. Wieder wie vorhin. Mit der rechten Maustaste. Und so haben wir unser erstes Bild mit Bilderrahmen. Und sieht doch schick aus. Ja. Das wäre das zu dem ersten Bild. Und dann gehen wir noch ein zweites Bild machen. Aber mit einem anderen Rahmen. Machen wir andere Farbe. Nehmen wir mal schwarz. Genau. Und raus hier. 4. Und dann gehen wir jetzt hier an die Wand. Ist zwar jetzt ein bisschen blöd, aber wieder mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und dann ein Bild hochladen. Dann suchen wir uns jetzt mal. Nein, das nicht. Das aus. Nein, nehmen wir jetzt das Bild. So, Bild auswählen. Hat er ja automatisch jetzt gespeichert. Jetzt nehmen wir das Bild verwenden. Jetzt machen wir das wieder noch ein Stückchen größer. Wieder mit der Pfeiltaste nach oben, um es noch höher zu machen. So. Und jetzt in die Breite. Shift gedrückt halten und dann jeweils die Richtung, wo es hin soll. So. Ich lasse jetzt noch ein Stückchen weiter darüber. Mal gucken. Mal laufen wir mal hier rüber. So. Das soll ja ungefähr diese Größe haben. Ja. Da sehen wir das jetzt da. Genau so. Haben wir das jetzt hier platziert. Und ihr seht, eng das da jetzt schön. Gut. Sieht gut aus. Nehmen wir wieder unser Holz. Neues Holz, was wir genommen haben. Drehen das. Und ziehen das in die Länge. Die Länge ziehen, in die Länge ziehen, in die Länge ziehen. Zack. Stückchen höher. So. So. Wenn es ein bisschen rüberragt, ist es ja nicht so schlimm. Gehen wir genau an die Ecke. Stückchen runter. Machen wir mal ein Stückchen schmaler. So. Da passt das. Machen wir das wieder mit der rechten Maustaste zum Selektieren. Zack. Fertig. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Ja, müssen wir gucken, dass wir auch richtig rankommen jetzt hier wieder. So. Und zack. Und jetzt können wir das wieder drehen. So. Irgendwie macht er jetzt nicht das, was ich möchte. 5 drücken. F5. Der 5, also wenn du das wieder auf der Ausgangsposition haben wollt, müsst ihr auf die 5-Taste 5 drücken. Dann habt ihr das auf die Höhe. Jetzt gucken wir mal, wo war das jetzt? So, jetzt wieder zu euch. Dann machen wir zurück, Stückchen zurück. Ist das jetzt gerade? Ja. Und dann wieder mit der Pfeiltaste jeweils in die Richtung. Dann müssen wir mal nach oben halten hier. Sehen wir nichts. So, und jetzt machen wir so dann eine Länge. Mal rumgucken. Ja, das könnte man noch ein bisschen schmaler machen. So. Passt das? Ja, ein Stückchen breiter machen. So. Und dann packen wir das dann da drauf. Und ziehen dann das runter. Kommen wir jetzt nicht weiter, da müssen wir jetzt halt noch rumlaufen. So, und dann steckt man das hier unten dran. Oh, jetzt ist unser zweiter Bilderrahmen auch fertig. Da wir in der Werkstatt sind, habe ich mir gedacht, so ein paar Skizzen von ein paar Häusern und jetzt machen wir noch ein drittes Bild. Ich gucke gerade, wo wir das hinmachen könnten. Machen wir hier daneben hin. Weil ich habe hier noch ein anderes und zwar drückt man da drauf, Bild hochsuchen. Das war's nicht, das war's nicht, das war's nicht. Ein Schiff, genau. Das Schiff. Das machen wir jetzt hier in die Seite rein.
Das müssen wir erstmal noch verkleinern mit der Shift-Taste und jeweils links und rechts Maustasten, Pfeiltasten, um es schmal zu machen. Dann hoch und runter, um es wieder in diese schöne Position zu bringen. So, jetzt schiebt man das noch ein Stückchen hoch und dann packt man das dahin. So, nehmen wir das Holz. Machen wir gleich von oben nach unten. Aber wir stellen uns mal hier so hin, damit wir das auch sehen, wo wir hin müssen. So, dann ziehen wir das wieder kleiner. Schmaler ziehen hier. Zuck. Und zack. Was ist das schon jetzt die Größe? Gucken. Naja, könnte noch ein Stückchen größer. So. Noch eins. Nicht zu breit. So. Platzieren wir das jetzt hier oben dran. Und dasselbe Stückchen hier unten. So. Und jetzt drehen wir das einmal. Das Ganze einmal drehen. Position. Oh, gut. Packen wir das hier raus. So. Und jetzt ein bisschen schmaler. So. Und jetzt platzieren wir das da. Da. So. Gut. Und das außen. Oh. Und jetzt haben wir den zweiten Bilderrahmen fertig. Den dritten. Und da kann man mal drauf gucken hier, wie das aussieht. Lesen kann man es zwar nicht, aber ist ja erstmal bloß so für dekorationsmäßig, weil ich möchte gerne auch noch ein Schiff bauen hier vor unserem Fenster. Vor unserem Fenster ein Schiffchen bauen. Wird bestimmt lustig. So, das dazu zu diesem Papier. Gucken wir mal, was haben wir noch. Karte habe ich euch schon erklärt, wie die geht. Und wie ihr die zusammenstellen könnt. Ja. Das wäre das zu diesen Papierpresse. Werkbank. So, das dazu. Gut. Webstuhl. Was haben wir denn noch eigentlich für Werkbänke? Gucken wir mal rein. Werkbänke. Werkbänke, Werkbänke, Werkbänke. Die Werkbank haben wir, die Blockbank haben wir, Sägebank haben wir, Amboss haben wir, Schmelzofen. Den Schmelzofen würde ich gerne draußen irgendwo hinbauen. Da machen, müssen wir jetzt aber Steine suchen, Blöcke bauen. Machen wir gleich mal. Das haben wir schon, den Webstuhl, Spinnrad haben wir. Das kommt auch draußen hin, der Gelbstelle. Gut, dann werden wir jetzt erstmal ein paar Steine, ein paar Blöcke herstellen. Gehen wir wieder auf die Werkbank. Achso, ich wollte euch erstmal zeigen, wie es mit der Nacht ist. Weil es gerade Nacht, dann können wir das mal austesten. Wie man da schläft. So, wie ihr seht, seht ihr einen Mond. Der Mond geht schon langsam unter, also müssen wir uns beeilen. So, dann gehen wir jetzt mal schlafen. So, und da drücken wir jetzt hier die F-Taste. Wie ihr seht, seht ihr da ein Schlafzeichen, so ein. Und jetzt legen wir uns schlafen. Jetzt sind wir wieder aufgestanden, wie ihr seht. Ist wieder hell. Und die Uhr sagt, es ist 8:30. 8:30 ist es. Gut. Jetzt gehen wir wieder runter. Wir hatten ja jetzt vor, ein paar Steinchen zu bauen, zu machen. Aber machst mal das Licht aus hier. Ja. F. Achso, wenn ihr auch zum Beispiel, wenn es Nacht ist und ihr wollt das Bett vermeiden, ihr seid weiter weg von zu Hause, gebt ihr hier oben in der Spalte DO tot, also ein und dann jeweils die Uhrzeit 6, machen wir mal 6, so. Da seht ihr, es ist 6 Uhr. Und wenn ihr es hell haben wollt, macht ihr einfach DO und machen wir 9. Zack, ist wieder hell. So könnt ihr die Zeit auch umstellen. Die Uhrzeit wurde geändert. Ja. Jetzt gehen wir hier raus.
suchen wir uns einen schönen Plätzchen vor der Türe und ein bisschen weiter hinten. Erstmal Steine mitnehmen. Ein paar Steinblöcke mitnehmen. Halt, warte mal. Erstmal mein Inventar leer machen. Die Inventar leer machen. So. Das brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir 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 nicht. Ach, wir müssen eine zweite. Achso, die Kisten haben jeweils zwei Plätze. Das brauchen wir auch nicht mehr, das brauchen wir auch nicht mehr, das brauchen wir auch nicht mehr. Ja. Ja. So. So, jetzt gehen wir mal zur Blockbank und suchen uns einen schönen Boden aus. Wir müssen auf alle Fälle mal was Neues probieren. Metallplatten. Nee, das nicht. Nee, das auch nicht. Nee, den nehmen wir nicht. Gehen wir mal bei Metall rein. Nee, das auch nicht. Mann, nee, das gefällt mir nicht. Kupfer. Hier nehmen wir Kupfer. Sieht gut aus und passt zum Ofen. Können wir den ja gleich mal bauen. Ich würde sagen, wir bauen den großen und den kleinen Schmelzofen. Den großen, den kleinen. Gut. Jetzt suchen wir uns ein schönes Plätzchen, wo wir den aufbauen können. Ich würde sagen hier. Genau, wir bauen den hier auf. Und da platziert ihr wieder eure Steinchen. Ein bisschen größer machen, länger machen wir noch. So. So, wie viel waren das jetzt? Wie viel haben wir da jetzt hier? 13. Ja, geht. Machen wir jetzt hier nach drüben 12 oder 10, ja, rechnen 10, machen wir 11. Inventar, warten wir drauf, okay, gut. Ihr seht, müssen wir wieder bei Freihop kloppen nebenbei. Halt. So. Jetzt sind wir in der Höhe. Jetzt ziehen wir das hier rüber. Irgendwie will er mich jetzt hier gerade veräppeln. Der will mich gerade veräppeln. Nein, will er nicht. Gut. Ich dachte, er will mich gerade veräppeln. So, und dann wollen wir die Plattform hier fertig machen. Die Plattform fertig bauen. Ja. Sind wir hier drüben. Oh, das wird nichts, das wird nichts, das wird was. So, dann machen wir das hier drauf. Mit der rüberlaufen. Mit der rüberlaufen. So, gut. Wir müssen dann noch die Ecke hier wieder wegmachen hier, weil die stört uns dann. Oh ne, die lassen wir so, das lassen wir so. Das können wir eigentlich so lassen. So. Nein, 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 nein. Jetzt hat sich meine Tastatur aufgehangen. Die Tastatur hat sich aufgehangen. So. 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 So und so und so. Vielen Dank für die Blumen. Ja, jetzt platzieren wir die beiden Hochöfen. Dann nehmen wir erstmal den großen. Wir müssen ja gucken, dass er auch platzt. Bei der Öffnung muss ja zu uns zeigen. Dann lassen wir den jetzt so und platzieren den ein Stückchen mal nach hinten. Zack. Bums hat's gemacht. Bums. Jetzt kommt der Kleine. Den können wir ja da so hinstellen.
So, den stellen wir hier hin. So, dann zu den jeweiligen Öfen. Das ist fast dieselbe Bauweise, bloß halt, dass er hier mehr reinpasst an Schmelzkraft und hier. Und zwar müsst ihr, wenn ihr den Ofen anmacht, erstmal hier das kleine Kohlenöffnung öffnen. Wie ihr seht, steht da Brennstoff, da schmeißt ihr dann die Kohle rein. Macht ihr den voll, macht den so dazu und dann macht ihr mit der F-Taste, das zeigt jetzt gerade, ich habe keinen Brennstoff, mit F macht ihr den an und hier legt ihr dann, packt ihr dann jeweils dann die Brennstoff, wie zum Beispiel Eisenbarren, wenn ihr das machen wollt, Eisenteile rein und so. Und wo ihr das alles herkriegt, zeige ich euch auch noch in einer anderen Folge später mal. Oh, jetzt haben wir die Öfchen hingestellt und dann könnt ihr das jeweils da reinmachen. Das zu den Ofen. Ich überlege gerade, ob wir die so offen lassen oder zu machen. Zu oder auf? Das ist eine sehr gute Frage. Können wir erstmal so stehen lassen. Gut. Jetzt haben wir das. Das waren die Öfchen. Die Öfchens. Ja. So. Dann packen wir die jetzt mal weg in die Kisten. So, in die Kiste, alles. So, rein da. Oh. Dann haben wir ja noch eine Werkbank. Den haben wir jetzt. Das haben wir schon. Den hier, genau. Dies machen wir aber ganz woanders hin. Und zwar müssen wir da wieder Blöcke. Den nehmen wir Naturboden. Und zwar nehmen wir da Kiesel. Sieht aus wie Kieselboden. Nehmen wir den. So. Den platzieren wir zwar ein Stückchen weiter weg. Und zwar hier oben drauf. Ist das eine gute Stelle? Keine gute Stelle? Gute Stelle? Nein, keine gute Stelle. Hallo Schweinchen. Ein Schwein. Ein Berg. Machen wir hier hin. So. Jetzt sind wir hier hin. So. Na, will nicht. Ich bin zwar. So, jetzt wieder hier hoch. Und dann machen wir das fertig. Ja. So, da haben wir die Fläche auch fertig und jetzt stellen wir uns die Teile hin. Dann können wir mehrere hinstellen, das ist eigentlich egal, aber sollte schon gerade stehen. Okay. So. Machen wir zwei am besten erstmal. Soll erstmal zum Erklären sein. Und für den Erklärbär. So. Und das sind so eine Teile, da kannst du deine Felle aufhängen von den Tieren und dann hast du ein Messer, das zeige ich euch auch gleich noch. Müssen wir dann wieder zur Werkbank zurück. Au, aua. Nackenschmerzen. Gehen wir wieder zur Werkbank zurück. Und zwar musst du da bei Werkzeugen reingehen und da ist erst ein Jagdmesser. Das brauchst du dafür. Wenn die Felle dann nachher da dran hängen, die Felle von den jeweiligen Tieren, zum Beispiel Schweinefell, Kuhfell, kriegst du jeweils bei dem, wenn du die Tiere dann umbringst, kriegst du das dann. Kannst du dann hier dranhängen. Und dann gehst du mit dem Messer an das Fell und bearbeitest das, bis es dann zum Leder wird. Und dann hast du dann ein Leder. Und das brauchst du dann irgendwann mal später, sobald dann die Textilien kommen. Ja, da soll es bald ein Update geben für die Figuren.
für dich selbst, also eine weibliche und männliche Figur wollen sie machen. Kann man nachlesen bei Rising World auf der Hauptseite, da bei den Vorstellungen, da zeigen sie das auch alles. Ja, das dazu, so, dann wären wir erstmal mit der Folge durch und fertig. Dann sage ich erstmal, gehabt euch wohl, bis demnächst, ihr bei Rising World, euer Knarf Frank. Bye bye.